die außer Betrieb. Warum eigentlich immer ich? Kannst du nicht selber noch mal was machen, du Teufel? Ich auch nicht. Du hast jetzt sogar schon schlatschen, ich glaube ja eine. Gut, so fähig bin ich jetzt nicht, aber ich habe immerhin ab und zu mal noch mal überlegt. So, hier stören sie die Funkgeräte. Okay, das ist ein Funkgerät. Naja. So. Drängen sie die Soldaten der Gegner zu. Das ist auch vielleicht gerade so. Deutsche, in der Nähe des LKWs, im Südwesten. So. Deutsche, auf der anderen Seite der Wolke da, im Südwesten. Wir haben alle Wagen des Volkes. Abgeben. So, ja, gut, alle nach wie vor die Waffe ab. Also, ob ihr alle kämpfen müsst. Ich habe mich doch eigentlich vor uns erst umgelegt. Und dann bin ich alle auferstanden sein, das Leben. Letzte Angriffswelle. Ihr sterbt jetzt alle. Hier kommt ein Panzer schnell. Der Tigerpanzer kommt über die Straße von Norden her. Dieser Panzer legt uns in Stücke. Was sollen wir machen? Wir sollten fliehen. Ja, der bringt uns alle um. Ruhe jetzt. Bleibt still. Wir laufen, wenn ich sage, dass wir laufen. Nicht ihr. Nein. Vielleicht ist kleines Löschlein, zwei kleine Löschlein, drei kleine Löschlein oder so. Captain, könnten wir vielleicht noch wieder rücken. Wartet mal. So. Guten Tag. Ich habe nicht mehr viel Muni, also es wäre gut, wenn ich vielleicht doch mit so ein paar Schüsse für mich noch übrig hätte. Also für die Waffe, die wir schon los. Wir eskortieren den Konvoi durch die nächste Stadt. Es wurden weitere deutsche Panzer im Norden beobachtet. Passen Sie nahe auf. Fisch. Abwarten. 12. Juni 1944. 13.20 Uhr. Nahe Saint-Lô, Frankreich, Regen, 20 Grad.
Nachdem wir zu unseren Panzern der Kreuzung gestoßen sind, hatten wir mit Problemen noch unsere Nöscher zu kämpfen. Unsere Fortschritte stellten sich nur noch sehr langsam ein. Ein Panzer wurde zerstört und blockierte die Kolonne für mehr als 2 Stunden. Es ist wahrlich ein Wunder, dass wir nicht attackiert wurden. Die nächste Stadt, Saint-Lorette, liegt nur 15 Meilen östlich von Laon. Wenn wir uns auf die Erfahrungen vergangener Einsätze verlassen, wo wir so nah am Ziel waren, scheint der Kontakt mit dem Feind unumgänglich zu sein. Der Tiger. Los, weg hier, keine Zeit zu verlieren. Ich habe ihm immer eine tolle Waffe weggenommen. Das kriegen wir doch hin. So. Hey, ich bin hier. Gut, halt. Und er steht mich wieder auf, meine ich. Ja, hoffentlich auch nicht. Haus 1 ist gesichert. Das heißt, zählt gar nicht, dass ich Flash hat. Das Haus müsste auch zählen, ich meine, das ist auch ein Haus. Nein, ich. Ja, da ist aber Lütschen. Er steht nicht wieder auf. Ich auch nicht. Sollte erobert, erfolgreich erobert. Die Soldaten sollten auch zumindest etwas beschäftigt sein. Puh.